Ja, mein Kollege war vor der Kamera. Ihr raus aus dem Erkennen zum Lesen, da ich meine Huggies zeigen will. Ich habe viele Huggies. Ich habe einmal der gelbe und die mehlgelben und die grauen und die schwarzen. Ich gebe euch heute zeigen. Ich würde hier vorschlagen, fangen wir direkt an. Ich fange so wie Labam. So, als erstes habe ich den Huggie. Game habe ich bei eBay bestellt, glaube ich, für so 7 Euro. Die sind ganz schön, die sind auch schön für den Herbst. Ich kann euch jeder empfehlen. Machen wir direkt weiter. Dann haben wir mal die Mail gegeben, den Barbie Boss. Ihr könnt ja mal sagen, mit dem, das sieht von hinten aus. Und der Uge, der haben Leute, ist, der war nämlich hier geheilt. Er wird so in jede Form mit mir geben. Ja. Deswegen, zeige ich euch mit mir. Dann haben wir mal den Puma Blober. So, den haben wir wieder rein. So, den habe ich bei Jan geholt. Für 30 Euro. Ich bin aber 30 Euro ganz okay. Und sieht vom Hinten aus, geht es sehr gut für den Herbst, Winter. Und deswegen habe ich den Blubber geholt, weil ich den Urging haben wollte. Aber hier voll egal, weil wir haben ja den Blubber wieder rein. Ob das so einfach ist. Dann haben wir noch die Nachtblubber. Den habe ich im Tierheim gekauft. Ein Horn, glaube ich, für 4-5 Euro, also 60 Euro sind gegangen. Wir sind zum Löscher. Ist auch Urfeld gewinnen, das kann ich euch auch empfehlen. Und sieht beim Hinten aus und der Seite. Ja. Das war mit dem ganzen Huggie. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Sachen haltet, wie ihr das findet. Und am Sonntag würde ich das Video langsam beenden. Leute, das war die Video-Folge. Wenn euch die gefallen hat, gebt ein Like da, kommentiert das Ganze. Folgt mir auf Instagram, bei den Link in der Beschreibung. Zeige ich eher auf jede neue Bilder. Bringt den Link in der Beschreibung, markiert den Kanal. Auf jede neue Video, neue Bilder. Dann mache ich das gleich auf mir. Und schaue ich gerne bei Markikum. Wenn ihr noch hochladen habt, kriegt ihr kein Geld. Und ich würde sagen, bitte nicht mehr, euer Biber.